Ja, ich freue mich sehr, dass ich als Vorsitzender der Jury für den Hessischen Klimapreis für Nachwuchsjournalisten 2010 tätig sein kann. Ich halte das für eine ganz zentrale Aufgabe, vor allem weil die Betonung auf Nachwuchs und jungen Leuten liegt. Klimaschutz ist ja vor allem ein Thema für die junge Generation, auch wenn in den Medien oft man im Wesentlichen ältere Leute sieht, die über dieses Thema diskutieren. Warum? Das Thema Klimawandel ist eins, das vor allem junge Leute angehen sollte, weil nämlich das, was wir heute für den Klimaschutz tun, erst in vielen Jahren, Jahrzehnten wirklich Nutzen stiften wird. Das, was wir aber heute unterlassen, das müssen dann im wahrsten Sinne des Wortes künftige Generationen und Menschen, die heute jung sind, ausbaden. Nun sind wir im Augenblick nicht sehr hoffnungsvoll gestimmt, was den Klimaschutz angeht. Kopenhagen, die Klimaschutzkonferenz, war wahrscheinlich ein Misserfolg. Und seither ist eine gewisse Stimmung in der Öffentlichkeit, das Problem eben zu verdrängen, auf die lange Bank zu schieben. Dazu trägt auch bei die Verwirrung, die aus manchen Kreisen gestiftet wird zu diesem Thema. Gibt es überhaupt den menschlichen Einfluss auf das Klima oder nicht? Sodass insgesamt eine schlechte Stimmung herrscht, was die Interessen künftiger Generationen angeht. Umso wichtiger ist es in diesem Zusammenhang, dass der Wissenschaftsjournalismus, der Qualitätswissenschaftsjournalismus hier eine wichtige Rolle spielt zwischen der Politik und der Wissenschaft, um komplexe Sachverhalte wahrhaftig darzustellen, sie so weit zu vereinfachen, dass sie verständlich werden, aber nichts an ihrer Substanz wegzuschneiden. Eine große Herausforderung, aber diejenigen, die sich beworben haben und die zu Preisträgern geworden sind bei diesem Verfahren, die haben diese Herausforderung bestanden unter vielen guten Einsendungen. Ich freue mich sehr darüber. Ich wünsche den Preisträgern viel Erfolg weiterhin bei ihrer beruflichen Laufbahn. Ich wünsche ihnen aber auch große Motivation, denn der Kampf für den Klimaschutz und die Wissensvermittlung dazu hat eben erst begonnen.